heute will ich euch zeigen, wie ein Lichtschwert erstellen könnt After Effects. Ich zeig's dir mal kurz. Genau, und dieser nette junge Mann hier, genau, den wir einfach Lichtschwert erstellt haben, sagen wir mal. So, fangen wir mal an. Und zwar, ja, natürlich macht er jetzt ein neues Projekt, nicht speichern. Dann geht ihr hier Doppelklick auf das Kästchen und sucht euch euer Video aus. Ich nehme hier das wiederum von unserem netten Mann hier und ziehen es uns hier runter. So, genau, dann müsstet ihr das hier soweit sehen. Dann gehen wir auf neue Ebene, neu auf Farbfläche und machen es ganz weiß. So, dann Kompositionsgröße, dann okay. Dann geht ihr hier auf dieses Augensymbol, was ihr habt, geht mal draufklicken, dann seht ihr wieder das hier. Dann nehmt ihr euer Stiftwerkzeug, was ihr oben habt, und zeichnet einfach, ja, die Konturen hier von dem Lichtschwert. Ich mache das jetzt nicht so genau, da ich das euch hier zeigen will, aber so, oh, scheiße, okay, das sieht jetzt ein bisschen zu arg aus. Ja, scheiße, hier ist etwas dunkel, da müsst ihr jetzt ein bisschen raten. Ja, etwas hell. Und dip, und dip, und dip. Naja, gut. Das war erstmal so. Dann klickt ihr hier auf das letzte drauf, damit ihr es wieder verbunden habt. So, und jetzt macht ihr, drückt ihr zweimal M. Dann geht ihr auf Maskenfahrt. Also da setzen wir einen Keyframe. Genau, da hat er hier einen Keyframe gesetzt, wie ihr sehen könnt. So, und jetzt beginnt die Scheißarbeit. Und zwar, ihr müsst jetzt jeden, also wenn ihr es genau machen wollt zumindest, jeden Keyframe, sprich einzeln vorgehen. Ah, was wir als erstes machen, Entschuldigung. Also sprich, ihr habt den Keyframe gesetzt, das ist ja kein Problem. Aber ihr müsst noch dieses Auge bei der weißen Farbfläche setzen, damit ihr natürlich das Weiße auch sehen könnt. So, genau, jetzt ja, müsst ihr halt den Keyframe so setzen, weil ansonsten, wie ihr sehen könnt, bleibt es halt so und das ist ja nicht so toll. Also, so, dann nehmt ihr hier wieder euer Auswahlwerkzeug und macht es einfach so, setzt es halt hin. Dann mit dem nächsten Keyframe, sagen wir mal. Und dann könnt ihr, wenn ihr die Ecken nimmt, könnt ihr das auch so ziehen. Sprich, ich zeig's mal, könnt ihr es so hin und her ziehen, wie ihr wollt. Genau, also das sieht zumindest ganz cool aus. Bei manchen, also bei ihm ist es leider jetzt nicht auf dem Video, aber wenn es halt so, kennt ihr ja zum Beispiel aus Filmen, wenn es einfach so verschwommen ist, sage ich mal. Genau, dann nehmen wir es mal, gehen wir mal ein bisschen weiter vor und ziehen wir das wieder runter und ein bisschen, genau. So, und jetzt, wenn ihr wieder zurückgeht, könnt ihr sehen, das bewegt sich. So, ich werde das jetzt mal hier, das ganze Video, weil ich das ja schon gemacht habe, werde ich das mal kurz beenden, damit ihr nicht zu viel warten müsst. Bis dann. So, liebe Freunde, und da bin ich jetzt wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal, ja, gekeyframed ordentlich. Zwar nicht jetzt unbedingt jetzt jeder Frame, aber sollte schon mal ganz gut aussehen. Könnt ihr euch mal angucken jetzt. Mache jetzt mal Start. Also wie ihr jetzt sehen könnt, ist einfach nur die weiße Ebene ohne irgendwas anderes. Folgt jetzt einfach nur seinem Lichtschwert. Genau, wenn wir es haben, dann ja, machen wir einfach wieder mit dem Dreieck einfach alles zu. Dann gehen wir auf neue Ebene. Neu auf Farbfläche. Dann müsste schwarz, die Farbe schwarz, dann Kompositionsgröße und macht OK. Dann müsst ihr noch die Ebene hier jetzt, die schwarze, ganz da unten ziehen, damit sie uns halt nicht im Weg steht. So, als nächstes machen wir eine neue Komposition. Hier müsst ihr aufpassen, dass es unbedingt dieselben Einstellungen sind. Also sprich, normalerweise nehme ich ja beispielsweise Full HD auf, allerdings ist das Video, was ich jetzt im Hintergrund habe, ist es
640 Pixel mal 480. Und das muss dann auch in der Komposition sein. Ansonsten ist es ziemlich verschoben, weil dann ist es ja größer als die eigentliche, als das eigentliche Video und das ist nicht so toll. Und das solltet ihr natürlich auch machen. So, also wie gesagt, alle selben Einstellungen, dann geht ihr auf OK. So, und jetzt nehmen wir hier unser, also bei mir heißt es unbetitelt, aber nehmen wir halt unsere Komposition und ziehen die einfach, dass es halt perfekt passt auf unsere Komposition, unsere neue. Dann gehen wir auf unsere alte und löschen die mittlere. Also normalerweise müsste es bei euch Mitte sein. Geht einfach auf Entfernen und entfernt es damit. Dann drückt ihr bei der weißen Farbfläche, die ihr oben habt, macht da Steuerung D. Das macht dann so, wie ihr lustig seid, sage ich mal. Sprich, ich dupliziere das jetzt viermal. Und geht bei der ersten Farbfläche, drückt ihr auf eurer Tastatur zweimal die M-Taste. Damit öffnet ihr dann das ja, Keyframe-Tool, sage ich mal. Und geht auf bei weiche Maskenkante, geht ihr bei der ersten auf 1. Also sprich, ihr könnt auch einfach nur drauf gehen und 1 eingeben. Dann wechselt es auch zu 1. Dann macht ihr es zu mit einmal M drücken. Dann geht ihr auf die zweite Ebene und drückt nochmal M. Ups, wartet mal. Entschuldigung. Genau, also bei der zweiten wieder M. Dann machen wir die auf. Was hatten wir bei. Ah ja, auf 10 machen wir die mal. Also, ihr könnt euch prinzipiell aussuchen, was ihr haben wollt, aber ich denke mal, das mache ich halt einfach so. Dann mache ich die dritte. Auf 30. Schließt man wieder. Dann die vierte auf 60. Ja, und schließt die letzte wieder Doppel M drücken und auf 80, damit die schön leuchtend ist. Also prinzipiell ist es wie der Gaußsche Weichzeichner. Kennt ihr bestimmt auch Skimp oder Photoshop. Macht es wieder zu. Und jetzt gehen wir wieder auf unsere neue erstellte Komposition und also da könnt ihr dann prinzipiell jetzt sehen, so ein Beispielfenster, damit ihr halt nicht irgendwie in Verwirrung geratet, was ist was, können wir auch sehen, was ist da oben als Beispielbild. Jetzt, da wir das Lichtschwert bearbeitet haben, ziehen wir das einfach rein. So, jetzt haben wir unser schönes schwarzes Bildchen mit dem schicken Laserschwert, was leuchtet. Allerdings sehen wir noch nicht viel. Deswegen gehen wir hier bei Modus, gehen wir auf, anstatt Normal, gehen wir auf Addieren. So, damit wieder das Bildchen da ist. Jetzt könnt ihr sehen, wenn ich jetzt Play mache, dass es eigentlich schon ein ganz schönes, schickes Lichtschwert ist. Allerdings wollen wir da natürlich Farbe rein haben. Und ich denke einfach mal, Blau passt dem Gentleman ganz gut. Dann gehen wir auch Effekt auf Farbkorrektur, dann Farbbalance und dann öffnet sich hier unser Farbtool, dieses Fenster, wo ihr auch Farbe einstellen könnt. Es gibt halt verschiedene Kategorien, also sprich, ja, die blaue Anteil in der Mitte beispielsweise zeigt natürlich eure Anteil in der Mitte, also sprich, wie viel das dann wirklich, wie blau das sein soll oder grün das sein soll. Und bei den Lichtern ist es außen her, also wie das jetzt scheinen soll von außen. Genau, aber gut, egal, ich zeig's euch einfach mal. So, ich mache jetzt, wo haben wir's, blau, mache ich auf 100. Und dann mache ich noch hier. Oh, ich denke, das ist ganz okay. Ja, vielleicht ein bisschen zu, aber gut. Genau, und jetzt geht ihr nochmal auf Play und jetzt habt ihr das ganze Lichtschwert. Eigentlich ganz schick. Ja, so könnt ihr es einfach alles machen. So, ja, das war's dann eigentlich schon mit dem ganzen Video. Ich hoffe, euch konnte euch weiterhelfen und ihr werdet Spaß daran haben. Ansonsten kommentiert,
Abonniert mich einfach und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Schwierigkeiten habt, schreibt mir unten in die Kommentarbox. Beziehungsweise ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, was ihr irgendwie als nächstes Thema haben wollt. Vielleicht wollt ihr irgendwas haben, irgendwas Besonderes. Dann würde ich das natürlich gerne in die Wege leiten. So, ja, ich würde sagen, soweit verabschiede ich mich dann bei euch. Ich wünsche euch dann irgendwie noch einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer, wann ihr es seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.